Auf der Rückseite der Hamburger Staatsbibliothek von Mellepark 3, Nähe Dammtorbahnhof, Unigegend, prangt ein riesiges Wandgemälde von Ralf Winkler alias A. R. Penck. Unter diesem Namen ist der Mann weltberühmt. Er galt in den 80er Jahren als einer der neuen Wilden, ja als einer ihrer Väter. Ein experimentell arbeitender Künstler, einer der ganz großen deutschen Zeichner und Maler der Nachkriegszeit, Postmoderne, wie man so sagt, auch ein sehr guter Bildhauer, interessanter Jazzmusiker, Schlagzeuger vor allem. Er arbeitete unter anderem mit den Brüdern Oehlen, Martin Kippenberger, Werner Büttner zusammen. Eine enge Kooperation, sehr spektakulär, gab es auch mit Jörg Immendorf. A. R. Penck starb am 2. Mai 2017 in Zürich. Er wurde 77 Jahre alt. Ich hoffe, das Wandgemälde am Hamburger Unicampus bleibt uns noch lang erhalten. In eine Welt steriler Technokratie, Verfestigung und Dogmatik brachte Penck immer wieder künstlerische Impulse. Wir können noch heute davon lernen, uns inspirieren lassen.